As a lightweight material, Eperan PP is a vital resource for many applications in various industries. The common downside of expanded polypropylene is the bead-shaped structure. What could we do to obtain a high-end surface? Now, Kanika Belgium and T. Michel Formanbouw have developed the revolutionary IMPFC, short for In-Mold Particle Foam Coating. This video will show you our patent-pending IMPFC technology by combining theory and practical expertise from highly valued industry partners. Je m'appelle Luc Point, je suis directeur général de la division de billes pré-expansées auprès de Kanika Belgium. Kanika Corporation est une société chimique innovante basée à Tokyo, au Japon. Et ici, en Europe, Kanika Belgium représente un élément important de la structure industrielle de notre groupe, plus particulièrement dans le domaine des billes pré-expansées. Étape après étape, les capacités de développement combinées au Japon et en Europe ont permis la mise au point d'une gamme de produits de polypropylène pré-expansé éperant, présentant des caractéristiques d'auto-extinguibilité ou d'isolation. Plus récemment, nous avons mis au point une bille pré-expansée biosourcée et biodégradable. Dans le cadre de cette stratégie de développement dynamique, la collaboration avec des sociétés européennes spécialisées pour résoudre des problèmes spécifiques est très importante. La société T. Michel et d'autres partenaires européens ont largement contribué à l'élaboration de la technologie IMPFC. Thorsten Michel, ich bin der Geschäftsführer hier von der Firma Michel Formenbau. Wir haben einen Werkzeugbau und Formenbau für Partikelschäume und einen Tech-Sender, einen Entwicklungssender für Partikelschäume. Wir entwickeln Produkte für die Automobilindustrie, für die Heizungsindustrie, für die Verpackungsindustrie. Wir haben sehr viele Kunden im Sport- und Freizeitbereich, wo diese Verfahrenstechnik Anwendung findet. IMPFC ist ein neu entwickeltes Verfahren, wo wir Partikelschäume mit einer flüssigen PP-Oberflächenschicht verheiraten. Bei der neuen Verfahrenstechnik haben wir sehr gute Vorteile, dass wir eine kratzfeste, laserstrukturierte Oberfläche haben. Wir haben dahinterliegend eine freie Wahl an einer leichten oder schwereren Raumdichte. Die Farbgebung kann nach jeder Rahlfarbe erstellt werden. Gegenüber einem Spritzgussteil haben wir einen Gewichtsvorteil bei diesem Teil von über 60%. The whole process of in-mold particle foam coating consists of three steps, which all take place in one machine: spraying, coating and molding. While bead-structured foam parts were previously only used in non-visible applications, the IMPFC technology has made it possible to use them as visible end products as well, finished off with a smooth, textured and colorful coating. Auf einer modernen Anlage kann die IMPFC-Technologie nachgerüstet werden oder im System als Neuanlagentechnik gekauft werden. Grundsätzlich ist es möglich, auch andere Materialkombinationen herzustellen in Verbindung mit einer Partikelschaumstoffschicht zu einem Kunststofflayer. Wir übernehmen gerne Ihre Entwicklungsaufgabe
für diese neue Verfahrenstechnologie. Cette technologie améliore de manière significative l'aspect de surface des pièces moulées en polypropylène expansé. Parmi les autres caractéristiques, nous pouvons aussi indiquer la recyclabilité. Et cet élément est très important dans le cadre de la stratégie de notre division visant à s'intégrer dans le cadre de l'économie circulaire. We have the knowledge to turn your project into a success story. For more information on the IMPFC technology and product developments, please contact Team Michel. Kanika Belgium will support you with high-end technical expertise all over the project.